Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Restaurant Simulator. Mise en place ist fertig. Ich habe jetzt sogar die Balsamico-Soße in den Kühlschrank gepackt, wo sie hingehört. Und das sollte jetzt eigentlich ermöglichen, dass die ganze Sache von alleine läuft und nicht wegläuft. Die Soße im Inventar oder irgendwie so. Gut. Dann vielleicht heute mit ein bisschen weniger Fehlern und ein bisschen mehr zufriedenen Kunden. Das wäre wunderbärchenst. Und dann schauen wir doch einfach mal, ob das funktioniert. Und übermorgen müssten wir dann auch den Auftrag des Kollegen dann erfüllt haben, ne? Mit den 5 Leuten. Müsste ja eigentlich dann passen. Okay, dann eröffnen. Warum es hier immer diese Zwischenvideos geben muss, ist mir nicht so ganz klar auf jeden Fall. Ich bin wieder eingesperrt. Dann habe ich ja wahrscheinlich wieder alles richtig gemacht. So. Ich bin aber gespannt, ob das Tagesge... 4. Oh nein. Ich bin auch gespannt, ob das Tagesgericht wirklich häufiger genommen wird. Wenn das höher auf der Karte steht, also das ist der erste Tag, wo wir das gemacht haben. Wie die eben auch immer die Speisekarte fleißig durchlesen. Obwohl quasi nichts draufsteht, ne? Wir sollten vielleicht mal eben kurz einen Topf, wenn die gleich Bohnen haben wollen, stehen wir nämlich da. New table is ordered. Zweimal Pommes. Zweimal Fleisch, dann fangen wir mit dem Fleisch an. Ja, das am längsten dauert. So. Zack. Schnibbel die Schnipp. Nehmen wir das und dann brauchen wir Schalotten. Tun wir einmal. Können wir das erste Fleisch schon mal fertig machen. Können wir einmal das richtige Rezept auswählen, damit wir nicht durcheinander kommen. So, Herd schon mal an. Und Fleisch war, glaube ich, Salz, Pfeffer, ne? Jawohl. So. Dann den Kollegen dahin. Einmal nicht so ganz durch und einmal gut durch. Na gut. Das ist perfekto. Gut, dann nehmen wir schon mal die Pommes raus. Und dann müssen wir mal ganz schnell wenden. Und das eine, der wollte ja gut durchhaben. Können wir eigentlich 2 Bahnen Pommes machen gleichzeitig? Das weiß ich gar nicht. Säubern. Das war noch nicht gut genug. Da scheint... Habt ihr gesehen, diese Anzeige am Rand? Ich habe die ja im Augenwinkel auch schon immer mit beobachtet, aber ich konnte mir jetzt bis jetzt noch keinen Reim drauf machen. Da scheint da auch noch irgendwas anzuzeigen, ne? Also, da, was wir daraus lernen können oder so. Ich weiß es nicht. So, Rindfleisch, zack. Aber der hört schon an, ne? Nee. Gut, dann schnell die Dings rausnehmen. Ganz schnell Schalotten holen. Schnell. Falsch. Ja, war zu spät. Ich glaube, wir müssen wirklich in Phase 1 rein, ne?
So, und der wollte ja wirklich gut durchhaben. Ne? Da sollten wir also eine Runde warten. So, die erste Runde können wir schon mal anrichten, bevor es kalt wird. Hätte ich vielleicht noch ganz schnell auf die Wärmeplatte stellen sollen, aber... Aber der hat schon kalt angezeigt. Das ist ja Wahnsinn, wie schnell das geht. Oh, C. Oh. Dieses Spiel vergibt zu wenig. Das ist zu streng. Das macht keinen Spaß. Das ist schwierig. Guck mal, jetzt ist die Pommes schon kalt. Das ist... Da muss man die wirklich als allerletztes machen. B. Naja, weil es noch halbwegs warm ist, ne? Naja. Gut. Verbleiben würde noch der Salat und der Fisch. Dann nehmen wir schon mal Tomatenscheiben, Balsamico und die Seezunge. Balsamico habe ich gesagt. So. Und dann brauchen wir noch Bohnen und den. Und Salz und Pfeffer haben wir noch, gut. So, letztes Mal war viel zu viel Salz. Mit Zweien, jetzt ist bei Zweien wieder alles in Ordnung. Also ich weiß auch nicht. So, hier brauchen wir die Zutaten. Zack, zack. Hab ich die Mozzarella nicht geschnitten? Ich vergesse jedes Mal Mozzarella zu schneiden. Was ist denn mit mir? Dabei ist er doch so lecker. So. Da haben wir eine. Da haben wir die Erde. Sieht gut aus. Dann packen wir das noch dazu. Gut. Schnell servieren. Und die Bohnen verkochen gerade. Die Bohnen verkochen. Schnell. Schnell. Ja, nimm doch. Die Bohnen. Oh, wieso rennt der nicht? Der Typ. So, genau, Fisch. Da machen wir mal eben die Pfanne sauber. Das ist doch überhaupt kein Problem. Den Fisch haben wir schon auf der Tasche. Wir brauchen noch das Öl und die Butter. Die Öl und die Butter. So. Öl, Butter. Alles in Load auf dem Boot. Alles in Butter auf dem Kutter. So, ja. Schon mal rauslegen. Und dann geht er los hier. Die Butter war zu früh drin. Das habe ich wieder sehr schlecht gemacht. Und dann legen wir mal die Wärmeplatte und gucken mal, ob das jetzt dann was bringt. Okay, wenn wir Sachen zu früh wegwerfen, weil sie noch nicht schlecht sind, gibt es auch Theater. Und wir können, glaube ich, die Pommes wirklich hier drauflegen. Das heißt, so eine Investition in so eine zweite Wärmeplatte wäre wahrscheinlich gar nicht mehr so schlecht. Wir können nicht würzen. Der Fisch braucht wirklich lange. Das wäre wahrscheinlich so das Erste, was wir dann von der Karte runternehmen. Mitnehmen.
Ach, das geht während des Tages nicht, oder was? Ernsthaft? Na gut. Wir beschleunigen das Ganze mal ein bisschen. Also, ganz wichtig, wir müssen mehr darauf achten, dass die Gerichte auch warm rausgehen. Ja, folgende Geschichte. Die Folge Nummer 8 hat sich irgendwie aufgehangen bei der Aufnahme. Das ist in dieser Form auch noch nicht passiert. Das ist ein neuer Bug. Da, ich freue mich schon, da wieder gucken zu dürfen, was da jetzt wieder kaputt ist. Das heißt, ich weiß nicht, was von der Folge jetzt aufgenommen ist und wo ich noch was retten kann. Und wir gucken mal eben, wer hier, ob das wieder der Kollege ist, wo ich schon mitgesprochen habe oder wie auch immer. Warte. Nee, neuer Gast. Okay. Die Notausgänge sind frei, die Hygienestandards werden eingehalten. Das wird dem Bürgermeister gefallen. Hallo, ich bin Jean. Ich arbeite für den Bürgermeister. Wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie dieses Geschäft übernommen haben. Ich war hoch erfreut, als der Bürgermeister Ihren Antrag genehmigt hat. Sie waren meine erste Wahl. Willkommen in unserer wunderbaren Gemeinde. Wir hoffen, dass Sie sich hier wohlfühlen werden. Viel Glück. Du hast John kennengelernt, einen städtischen Angestellten, der auch für das Restaurant zuständig ist. Er arbeitet dem Bürgermeister zu und wird dich häufig bitten, an Events teilzunehmen, die von der Stadt ausgerichtet werden. So, also, weil ich jetzt nicht weiß, was ich noch retten kann, erzähle ich kurz. Wir haben das Rezept Hackbällchen ja erworben. Ich glaube, das wisst ihr noch. Und wir haben keinen Mixer gehabt. Den haben wir gekauft mittlerweile. Und dann habe ich alles. Need help? Unser Personal im Gästebereich kommt jetzt allein klar. Das ist super. Aber bei den vielen neuen Gästen wirst du Hilfe in der Küche brauchen. Also werde ich dein Sous-Chef sein. Das wird wie in der Kochschule. Okay. Kasim stößt als Koch zu deinem Team. Seit der Kochschule hat er viel dazu gelernt, doch sein Spezialgebiet ist immer noch Fisch. Du kannst ihm Aufgaben zuweisen und dich in der Küche von ihm unterstützen lassen. Aber achte darauf, dass er motiviert bleibt. Kasim unterstützt in der Küche. Du arbeitest nicht mehr allein. Du kannst Angehörige in einer Küchenbrigade ansprechen, um ihnen bestimmte Aufgaben zuzuweisen. Deine Köche können verschiedene Aufgaben übernehmen. Kochen, Extras zubereiten. Ein Koch, dem Kochen zugewiesen, erwartet bei der Zubereitungsstation deine Anweisung. Wähle an dieser Station, welche Gerichte deine Küche zubereiten sollen. Wenn sie fertig sind, wird das Essen am Ende der Station verfügbar. Je mehr deine Küche zubereiten, desto besser werden sie im Zusammenstellen von Gerichten. Deine Küchenbrigade ist noch nicht so erfahren wie du. Vorerst kannst du sie nur die einfachen Rezeptbestandteile zubereiten. Je mehr deine Köche kochen dürfen, desto mehr Erfahrung gewinnen sie. Köche einer höheren Stufe können anspruchsvollere Rezeptfortschritte ausführen und bessere Bewertungen erzielen. Jeder Koch hat sein eigenes Spezialgebiet. Köche arbeiten schneller, wenn sie Lebensmittel auf ihrem Spezialgerät zubereiten. Du kannst einem Koch die Aufgabe Extras zubereiten zuweisen. Bei jedem Abschluss der Aufgabe Extras erstellt der Koch einen verkaufsfertigen Teller für die nächste Schicht. Diese zusätzlichen Verkäufe bringen während der Schicht mehr Geld ein. Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Habe nur das Problem, dass ich immer noch in der Hackbällchen-Miserie hocke und ich weiß, was ihr in der letzten Folge noch gesehen habt. Also wir haben den Mixer auf jeden Fall geholt. Und der Mixer erwartet jetzt von uns ein Brot. Und er erwartet ein komplettes Knoblauch. Das hat nicht mehr geklappt. Er erwartet das Fleisch. Das würde ich auf jeden Fall gerne nochmal testen jetzt hier. Das ist natürlich sehr ärgerlich. So. Knoblauch, das Fleisch haben wir. Und dann, was ist das hier? Das muss man noch im Rezeptbuch nachgucken. Ich habe ein bisschen Sorge, dass dieser Fehler jetzt natürlich wieder passiert. Also das ist ein neuer Fehler und das ist natürlich sehr ärgerlich. Schneidebrett, Zwiebel, gewürfelte Zwiebel. At the top of my game today. You can count on it. So, hier. Zwiebel. Nein. Ich hätte vorher auswählen müssen, was ich haben will, ne? Kann das sein? Warte mal. Hier kann ich das noch auswählen. Verstehe. Wäre wohl schön, wenn ich beim ersten Mal das auch sofort aufnehmen könnte. So, dann brauchen wir noch Fleisch. Wie gesagt, das ist jetzt, ich weiß jetzt nicht, was noch von der Aufnahme ich retten kann. Deswegen hänge ich jetzt hier so ein bisschen in der Luft. Zack, zack.
Und los. Das hier ist der Mixer. Mit ihm kannst du Essen zerkleinern und mischen. Der Mixer funktioniert ohne weiteres Zutun und läuft sogar, wenn du die Arbeitsstation verlässt. Willst du das Essen würzen, kannst du den Mixer beliebig lange ausschalten und Gewürze hinzufügen, um das Gericht abzuschmecken. Gut, was kommt denn da für Gewürz rein? Salz. Reichlich Salz. Perfekt. Gut. Dann kann er weiterlaufen. Dann mal zumindest das Hack für die Bällchen. Gut. Ja, diese Aufgabe wird dann natürlich ein bisschen laggen. Ah, jetzt habe ich wieder was vergessen. Okay, wir nehmen die Hackbällchenfüllung. Was kommt jetzt? Vermengte Hackbällchen. Arbeitsfläche. Kneten. Okay. So, einmal schön unter den Achseln drehen. Perfekt. Oh, jetzt habe ich Hunger, fuck. Das ist schön. Ich will wieder mit ihr reden. Was ist denn los hier? Dann Petersilie, Zwiebel, Knoblauch. Das haben wir schon gehackt. Das haben wir alles fertig. Hackbällchen, Petersilie, Zwiebel, Knoblauch. Hackbällchen mit Tomatensauce. Am Anfang Hackbällchen. Ja. Pfanne. War das, glaube ich, ne? Das war eine Pfanne, ne? So. Anfangen. Und dann kommt die Tomatensauce dazu. Dann können wir abschmecken. Nicht genug Salz, nicht genug schwarzer Pfeffer. Ich mache mal falsch hier. Ja, ihr merkt gerade, ich bin so ein bisschen im Grübeln schon. Was könnte diesen merkwürdigen Fehler verursacht haben? Can't wait to get cooking. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmeres. So. Drück. So, wenn die durch sind, dann würde ich sagen, dann haben wir es. Müssen wir nur noch das Rezept anrichten. Oh, mal auf höchster Stufe hier. Was war jetzt? Da fehlt was. Wieso fehlt da was? Hä? So, Tierpfanne. Das ist wahrscheinlich die falsche Pfanne. Achso, Petersilie muss noch dazu tun. Ganz schnell, schnell, schnell. So. Oh, drei Portionen. Okay. Die können wir auf die Warmhalteplatte stellen, aber wir können die nicht mehr auf die Karte stellen, ne? Glückwunsch! Neues Rezept erlernt. Okay. Nehmen. Gut. Ja, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt mal gucken, was mit der Folge ist. Wenn die jetzt hier sehr kurz ist, dann wisst ihr warum. Wenn die jetzt sehr lang ist, wisst ihr warum. Es tut mir leid.
Ich mache mir Sorgen. Schlimmstenfalls fliegt mir das nass um die Ohren. Das wird teuer. Euch einen schönen guten Abend, gute Nacht und Garderobe Plus hilft, das zu kompensieren. Macht's gut. Tschüss.